Hallo und herzlich willkommen. Ich habe euch wieder ein schönes Weihnachtsgame rausgesucht. Christmas Crunch nennt sich das von mindjewel.com. Unterstützt von flashgamemaker.com. Copyright bei Phil Maxey. Maxey? Naja, okay. Alles klar. Also, es ist ein ganz simples, ja, wie nennt man das? Klickspiel. Ich gehe einfach mal auf Play, dann seht ihr es gleich direkt. Das ist ähnliches Spiel habt ihr wahrscheinlich schon mal auf Facebook gesehen. Es geht einfach um hier so Kügelchen, in dem Fall sind es Weihnachtskugeln, die wir in großen Gruppen zerstören müssen. So, zack. Nur, dass hier keine Zeit läuft. Also, man hat hier ganz entspannt Zeit, die Kugeln hier rauszusuchen, kaputt zu machen. Und man muss möglichst sehen, dass am Ende wenig Kugeln überbleiben. Das heißt, man muss so manchmal zwischendurch doch mal ein bisschen denken. Ja. Plus, das fällt mir manchmal ein bisschen schwer, aber das ist ja auch ganz normal. Vielleicht auch altersbedingt oder, naja, weiß ich nicht. So, das machen wir hier mal alles weg. Hier habe ich es ja schon nicht so toll gemacht, aber es kann sich vielleicht noch ein bisschen ändern, weil die Stapel rücken auch weiter rüber. Also, ne, also wenn man hier so eine Reihe weg hat, hier, zack, da rückt das auch von der anderen Seite nach. Da könnte man Chance haben, hier zum Beispiel nochmal was zu retten. Ja, zack, jetzt machen wir mal alles weg hier unten. Dann ist hier schon Ende der Fahnenstange. Das machen wir, zack. Also das ist ein ganz simples Spiel, das ist gar nicht schlimm. Man muss da nichts installieren. Ganz entspannt. Einfach nur die Kugeln kaputt machen. Schön war das cool, schön bunten war das cool. Ja, ich finde die eh viel zu bunt. So, deswegen ist es auch nicht schlimm, die zu zerstören. So, hep. Ja. So, naja gut, hier habe ich nicht so viele Punkte gemacht, aber egal, das reicht. Kommende Runde mache ich nochmal mit euch. Das wäre mal so ein kurzes Let's Play. Aber das ist immer ein, ne? Let's Test eher, ne? Let's Play ist es ja eigentlich. Let's Test, ja, egal. Wie ihr es bezeichnen mögt, ich habe es ja Let's Christmas genannt, genau. Erstaunlicherweise darf ich das ja nochmal tun heute, weil eigentlich hätte heute ja nicht mehr sein sollen. Die Welt sollte schon weg sein. Die vielen bösen Propheten haben ja den Untergang vorhergesehen, vorhergesagt, aus dem Maya-Kalender gelesen, hast du gesehen. Ich weiß nicht, was sie da gelesen haben wollen. Letztendlich ist der Kalender einfach nur zu Ende. Der ist jetzt praktisch nur auf Null zurückgesetzt und fängt von vorne an eigentlich. Weil der Kalender sagt nichts voraus, weil da steht auch nicht drin, dass die Mayas ausgerottet werden und sowas. Also wären die so weit, dass sie was vorhersagen hätten können, dann hätten sie auch ihre eigene Vernichtung vorhergesehen. Das haben sie nicht getan. Ist nun mal so, die Zukunft ist halt noch... ist halt nicht fest, ist nicht direkt vorbestimmt. So. Ja. So, also. Also in diese Beziehung, also in die Zukunft sehen kann man so nicht. Man kann Berechnungen anstellen, was aus welcher Situation mit der Zeit entsteht, wie zum Beispiel jetzt zum Beispiel, dass die Eiskappen schmelzen, dann kann man natürlich vorhersagen, so zu 4 Jahren wieder die Deiche werden erhöht oder diese Küstenstädte oder Küstengebiete, die gibt es dann einfach nicht mehr. Ne? Solche Sachen, also aber voraussagen, ja, da wird die Erde zerstört, geht so auch nicht. Es sei denn, es ist ein globaler Killer aufgeklärt worden, mit dem man weiß, dass er die Erde erwischen würde. Und so dem bestimmten Zeitpunkt, ja, das ist im Prinzip eine Vorhersage. Das ist aber auch nichts Magisches. Das ist halt eine Berechnung dann auch. Aber die Maya haben gar keine Grundlage gehabt, die Zukunft für uns zu berechnen. Weil im Prinzip ändert sich jeden Tag die Situation. Und die Menschen auch. Jeder Mensch ändert sich. Sekündlich. Ja, geringfügig vielleicht, kaum merkbar. Aber jeder macht eine Veränderung. Positive, negative. Das ist. Das ist verschieden, unterschiedlich. Das hängt von der Lebenssituation ab und so weiter. Pipapo, ne? Ja, okay. So, wie ihr seht, ich kann hier dumm rumquasseln und das Spiel verliere ich dann trotzdem nicht. Bin schon Level 4 mit euch, so alter Schwede.
Das hätte ich also nicht so erwartet. So, aber das ist ganz einfach, das Spiel. Das ist also ganz entspannt. Man gerät nicht in Aggression oder so. Das ist wirklich... Ja, ich glaube, wenn man ein paar Stunden spielt, da ist man wahrscheinlich total tiefenentspannt. Also, ja, toll. Ganz geiles Spiel. Also, es macht total Spaß. Also, ne? Man mag gar nicht aufhören zu klicken. Das ist irgendwie auch schon so ein bisschen süchtig machen. Man muss unbedingt klicken. Ich muss jetzt klicken hier. Ich muss jetzt alles wegklicken. Ich muss diese Kugeln zerstören. Ja, zerstöre sie alle. Ich mache sie alle kaputt. Ja, ich will sie noch mehr kaputt machen. Ich will noch mehr kaputt machen. Gib mir Kugeln. Gib mir mal Kugeln. Oh, Kugeln, gib mir Kugeln. Ja, es geht los. Kaputt machen. Ja, ja. Ja, so, ich sollte aufhören. Ich muss jetzt alles kaputt machen. Ich muss es kaputt machen. Ich kann das Kugeln zerstören. Das ist toll. Ja, ich muss sie kaputt machen. Ja. So, nein, ich muss mich mal wieder einkriegen. So, also. Gut, ihr habt das mal gesehen, also wenn ihr Bock habt, das Spiel zu spielen, ihr seht das oben links, gameonly.com. Da findet ihr solche netten Spielchen, ihr müsst da nichts installieren, einfach nur starten, ja, ein bisschen Werbung über euch ergehen lassen, dass, da weisen sie explizit darauf hin, dass da Werbung vor den Spielen gezeigt wird, also das müsst ihr dann so entscheiden, wenn ihr... eure kleineren Geschwister spielen lassen wollt oder so, solltet ihr vielleicht erstmal die Werbung wegklicken. Das, ich glaube, da machen sie auch Werbung von Filmen, die für Jüngere noch nicht gedacht sind. Und ja, sollte man gucken, was da kommt vorher, bevor man was. Aber wenn das Spiel dann läuft, dann stört auch keine Werbung weiter. Wie ihr seht, alles friedlich hier. Mhm. Also, ruhig mal auf gameonly.com gehen und ein paar Spiele ausprobieren. Ist ganz nett. Ist ja gut, habe ich jetzt wohl ein bisschen verloren, ne? Naja, alles klar. Schreibe ich mich mal rein hier. Steiner-LP. Okay. So. Okay, habe ich das jetzt? Haben wir das Kurs eingetragen? Ich weiß das gar nicht. Heißkurs? Sind wir da irgendwo drin? Patch-Knopfen. Oh, das fängt ja gut ab. Na gut. Alles klar, Leute. Wir sehen uns dann morgen, denke ich. Heute wird nichts passieren mit Weltuntergang technisch. Tut mir leid, dass ich euch in dem Punkt enttäuschen musste. Oder die Mayas. Naja. Hat den Vorteil, wir können dann doch ganz besinnlich und beruhigt und hoffentlich mit viel Spaß Weihnachten genießen. Also, bis morgen dann. Ciao.